Herzlich willkommen bei triathlonszene.de. Jetzt geht es ums Kraulen, genauer um die Kraultechnik und zwar auf eine besonders coole Art. Ihr könnt jetzt mit zwei einfachen Selbsttests euren individuellen Kraultechnik-Defiziten auf die Schliche kommen. Mit anderen Worten, jeder hat ja irgendwelche Schwächen, ob es jetzt die Wasserlage ist oder am Kraulzug irgendwas. Und man möchte gerne wissen, was ist es eigentlich, was mich bremst. Und wir werden jetzt zwei Selbsttests vorstellen, die ihr ganz einfach anwenden könnt beim Schwimmen und die euch ein bisschen auf die Schliche bringen, was bei euch nicht ganz richtig ist. Und weil ich ja auch nicht zu viel versprechen möchte, schränke ich das ein kleines bisschen ein. Es gibt keinen Test, der euch dann so ganz glasklar, wie jetzt mit Buchstaben geschrieben, hinschreibt, das ist euer Fehler und das müsst ihr dann machen. Aber ihr kommt der Sache doch ziemlich gut auf die Schliche. Zumindest merkt ihr deutlich, wo eure Hauptfehler liegen. Und das ist ja eigentlich schon ziemlich viel. Also, an wen richtet sich der Beitrag? Nicht an Leute, die jetzt schon super schwimmen und unter 14 Minuten auf 1000, klicken jetzt am besten wieder weg. Aber alle diejenigen von euch, die sagen, verdammt nochmal, ich bin doch für das, was ich da racker im Wasser und auch so für die Fitness, die ich eigentlich habe, ja. Ich bin noch ein fitter Typ, aber ich komme im Wasser einfach nicht vorwärts und irgendwo verpufft meine ganze Power. Und jetzt möchte ich mal wissen, wo überhaupt? Und für diejenigen ist es hier der richtige Beitrag. Und ja, das ist mal ein kleines Versprechen. Also, zwei Tests gibt es für euch und dann auch die nötigen Gegenmaßnahmen, wenn ihr eure Schwimmtechnik-Defizite rausgefunden habt. Oh, ja, das war ja schon ein ganz schöner Ritt jetzt hier zur Anmoderation. Fangen wir gleich an. Also, was ist wichtig beim Kraulen? Zwei Baustellen wollen wir beackern, nämlich einmal, dass wir einen möglichst effizienten Vortrieb haben, Punkt Nummer eins, und zum anderen, dass wir diese Vortriebskraft, dass wir dem wenig Bremse entgegenhalten, also das sprich, also die berühmte Wasserlage ist natürlich immer ein Thema, wir wollen mit wenig Widerstand durchs Wasser gleiten, das ist unser zweiter Punkt. Also nochmal, wir kümmern uns erstmal um die Effizienz unseres Antriebs und danach, dass die Bremse nicht an den Belägen schleift, sozusagen, dass wir im Wasser wenig Widerstand bieten. Also fangen wir an mit dem Selbsttest zur Zugeffizienz. Und das geht verblüffend einfach. Ihr braucht dafür vielleicht einen kleinen Poolboy, noch besser aber ein Stück alten Fahrradschlauch oder was Vergleichbares. Es geht darum, dass man den Beinschlag eliminiert. Wie macht man das? Einfach dadurch, dass man vielleicht ein Stück alten Fahrradschlauch mal so um die Fußgelenke locker drumherum wickelt oder aber einen Poolboy nicht hier oben zwischen die Beine klemmt, sondern weiter unten. Das bewirkt nämlich, dass der Beinschlag tatsächlich weg ist und man da nicht paddeln kann. Ne, wenn ihr den Poolboy hier so oben habt, dann könnt ihr ja doch so ein bisschen noch paddeln. Und auch wenn man sich vornimmt, man macht es nicht, man hat da relativ wenig Gespür, man macht es dann irgendwie trotzdem, deswegen muss der Poolboy dann ziemlich nach unten, die Fußfessel ist noch besser. Also, was passiert? Versucht es mal und ihr werdet feststellen, dass bei vielen von euch die Beine anfangen so hin und her zu schlingen. Also stellt euch vor, die Beine sind parallel zusammen, wie bei so einer Meerjungfrau und ihr zieht jetzt einfach beim Kraulen mit den Armen vor euch hin und stellt fest, dass ihr auf einmal da ziemlich instabil seid. Wenn man sich es genauer betrachtet, merkt man, es ist nicht nur so ein seitliches Schlingern, das irgendwoher auf einmal ins System kommt, sondern es hat auch irgendwie so eine Auf-Ab-Komponente, die meistens ist das so ein Durcheinandergeschmiere von Auf-Ab, seitlich, rechts, links und es fühlt sich oft ganz ekelhaft an. Das ist schon der ganze Selbsttest und den könnt ihr ganz oft machen und auch als Übung verwenden. Das Ziel ist nämlich jetzt, dass man dieses Schlingern bei gestopptem Beinschlag reduziert. Weil nämlich die Frage ist, woher kommt diese Schlingerei? Und ja, das wollen wir uns kurz anschauen, wo das eigentlich herkommt. Und das kommt nämlich von euren Technikfehlern. Es gibt ja den guten Spruch, dass man sagt, alles, was sich beim Schwimmen irgendwie so im hinteren Bereich des Körpers schon irgendwie schlecht ausgewirkt hat, das kommt alles von vorne. Also alle Fehler kommen von vorne irgendwie ins System. Und wenn unsere Füße schlingern, suchen wir den Fehler nicht bei den Füßen, sondern weiter vorne und zwar bei unserem Armzug, beim Kraulzug, und zwar bei den Querbewegungen des Armzugs. Was ist damit gemeint? Wollen wir uns das mal genau anschauen, an einem kleinen Beispiel. Stellt euch mal vor,
Ja, was jeder kennt, ist beispielsweise so, man krault und es gibt doch so dieses Übergreifen. Das bedeutet, also so in der Strecke, die man so vor sich hinschwimmt, müsst ihr euch vorstellen, so auf Ohrenbreite oder auch vielleicht manche sagen auf Schulterbreite. Auf jeden Fall gibt es da so eine Zone zwischen uns, so eine Tabuzone, wie so ein ausgebreiteter Teppich, wo man als Kraulzug nicht reingreifen sollte. Wenn man aber so übergreift, ich mache das jetzt mal extrem, ne, mit der rechten Hand zu weit nach links zieht und sowas. Und man zieht jetzt durch, dann kommt ja so eine Seitwärtsbewegung in den Zug rein, ob man will oder nicht. Ja, also richtig wäre es ja, ich mach's mal mit dem anderen Arm, so gerade durchzuziehen, so auch unterm Körper, aber auf jeden Fall so Querbewegungen irgendwie vermeiden. Wenn man jetzt übergreift, kommt so eine Querbewegung ins System und man bemerkt das nicht, wenn man zum Ausgleich mit den Beinen immer so einen Gegenschlag macht. Hier bewege ich das System nach links, also das heißt, ich würde praktisch einen Bogen in die eine Richtung schwimmen und einen Beinschlag mache ich in die andere Richtung, um das zu eliminieren. Und das ist ein typischer Fall, wo jetzt eine Menge quer läuft. Ne? Man möchte eigentlich nach vorne, man zieht aber in gewisser Weise oder mit einem Teil der Kraft zieht man eben zur Seite hin und gleicht es dann mit den Beinen aus. Und das ist relativ häufig. Und oft die Antwort darauf, wie ich eingangs schon sagte, dass man sich sagt, verdammt nochmal, wo bleibt meine ganze Power? Bin ja fit, komme trotzdem nicht vorwärts. Dann liegt es oft daran, dass man eben relativ viel quer liegt oder quer zieht. Das war jetzt ein Beispiel, damit man mal versteht, was mit den Querbewegungen des Armzugs irgendwie gemeint ist. Aber damit haben wir das Thema noch nicht erschöpft. Gucken wir uns an, was es dort alles für Fehlermöglichkeiten gibt, auf die uns das Schlingern der gefesselten Beine einen kleinen Hinweis gibt. Und ja, also was gibt's? Ich hatte schon genannt, so dieses Übergreifen, aber es gibt auch noch ein Fehlerbild, man nennt es im Amerikanischen eigentlich ganz treffend so einen Overglider, zeige ich euch gleich, und dann noch Probleme, die mit der Atmung zusammenhängen. Ja, dass man eben über die Kopfdrehung und wie man da eben wieder an die frische Luft kommt, so eine Querbewegung reinbringt. Kommt alles gleich noch ein kleines bisschen genauer. Aber bevor wir das im Detail anschauen. Noch ein kleiner Zwischenschritt. Wir haben ja hier drei Punkte, mehr werden es nicht. Das Übergreifen, den Overglider und die Atmung. Und wir wollen uns kurz anschauen in einer Darstellung hier als Tabelle, wo man sehen kann, wie sich das jeweils auswirkt. Ne? Das hilft uns gleich. Und zwar auf der linken Seite seht ihr jeweils die Zugfehler. Habe ich hier das Übergreifen, den Overglider und die Atmung. Und dann hier auf der Tabelle, wie jetzt die Lagestörung, also wie wird die Wasserlage gestört? Das Übergreifen hatte ich ja schon erklärt. Das führt praktisch zu so einem Rechts-Links-Schlingern der Beine und stört praktisch die Wasserlage so in Rechts-Links-Richtung, also horizontal. Der Overglider, das ist jemand, der einfach viel zu stark aufs Gleiten setzt und das bringt praktisch so eine Auf-Ab-Störung der Wasserlage rein, ja? Im Prinzip, quer ist ja für einen Schwimmer nicht nur rechts, links, sondern quer zur Bewegungsrichtung ist ja auch auf und ab. Also beispielsweise, wenn ich jetzt hier nach unten ziehe, ne, also ich würde den vorderen Arm, ich würde jetzt nicht nach hinten ziehen, sondern ich bade jetzt so nach unten runter, so zack, dann richtet sich der Körper ja auf dadurch und man muss im Gegenzug mit den Beinen hinten eine Ausgleichsbewegung machen, die auch wieder quer zur Bewegungsrichtung steht. Und das wäre dann praktisch quer im vertikalen Sinne, so wie das hier notiert ist. Und dann die Atmung ist noch ein Spezialfall, die verbindet so ein bisschen beides. Da werden wir gleich kapieren. Also, das ist die kurze Übersicht. Ich zeige dir am Ende nochmal, wenn wir mehr gelernt haben, was sich unter diesen drei Begriffen jetzt eigentlich genau bewirkt. Das Ganze machen wir flott. Und zwar zunächst das Übergreifen habe ich schon erklärt. Wie schaut es aus? Nochmal ganz kurz. Ihr habt vor euch, stellt euch vor, ihr habt vor euch schwimmend einen roten Teppich mit der Breite mal mindestens eurer Ohren. Manche sagen aber auch in der Breite der Schultergelenke, also nicht ganz schulterbreit, ne? So ein Teppich vor euch. Und das ist eine Tabuzone, in die man beim Schwimmen nicht reingreift. Das heißt also, man greift nicht hier rein, so, sondern man bleibt da immer außerhalb. Und gefühlt schwimmt ihr so, als würdet ihr immer Richtung 1-Uhr-Position und Richtung 11-Uhr-Position, also relativ breit schwimmen. Wenn sich das so anfühlt, dann seid ihr wahrscheinlich richtig, dass ihr eben diese Tabuzone tatsächlich meidet. Thema Übergreifen. Wer übergreift, hat auf jeden Fall hinten so einen Schlenker in den Beinen, also checkt das ab. Ganz hässliche Geschichte. Das zweite ist eine interessante Sache, nämlich der Overglider. Also der Übergleiter, ja, und das ist cool, weil man sagt uns Triathleten ja, ihr müsst effizient und kraftsparend schwimmen, also nutzt es zu gleiten. Und
Mal ehrlich, also gleiten klingt ja cool, denkt man sich, ja klar, das, da kommst du vorwärts, kriegst was geschenkt, ne? Da musst du nicht viel tun, kommst trotzdem vorwärts. Aber diese Bewegungsvorstellung hat eigentlich mehr Schlechtes bewirkt als Gutes. Eigentlich ist so, wenn man mit kompetenten Schwimmern spricht, zum Beispiel jetzt im Trainingslager mit Europameister Jan Wolfgarten auf Mallorca, habe ich da intensiv drüber diskutiert und es ist so, diese ganze Gleiterei, das macht einen im Prinzip irgendwie langsam. Sage ich zu ihm, ja gut, du hast Puste ohne Ende, du kannst ins Wasser hauen und gleich durchziehen. Unser einer muss ein bisschen gucken, wo er bleibt und ein bisschen sparsamer agieren. Da gleitet man ganz gern mal. Er sagt ja, aber das führt dazu, dass man die Technik falsch ausübt. Und zwar ständig, regelmäßig. Es gibt kaum Leute, die wirklich gleiten und dabei eine vernünftige Technik haben. Also ist es Zeit, dass wir uns diesen Fehler mal genau anschauen. Und den entdeckt man übrigens auch mit gefesselten Füßen. Was ist der Overglider? Bringe ich euch mal ein Bild. Rein, schaut euch das mal an. Ich habe hier einen Schwimmer. Hier ist der Kopf. Hier sieht man vorne so die Hand. Und diese Hand, die hat jetzt so eine Bewegungsrichtung hin zur Wasseroberfläche. Ich hoffe, dass die Regie das gut einblenden kann. Hier ist er. Bei mir sieht es ein bisschen dunkel aus. Okay. Und der versucht, diesen vorderen Arm ganz lang zu machen und da dran zu gleiten. Ja, und das ist ein Fehler. Eigentlich denkt man das doch genau richtig. Der soll den Arm ganz lang machen, Länge läuft, das kennt man schon aus dem Bootsbau, und gleitet da auf dem langen Arm. Also was ist hier falsch? Und was da falsch ist, ist tatsächlich ja, die Armhaltung. Passt mal auf, ich zeige euch mal an, wie der Arm richtig aussehen würde. Und da könnt ihr jetzt mal sehen hier im Vergleich, ein sehr guter Schwimmer, der gut gleiten kann. Ja, was ist da anders? Da ist die Hand weiter weg von der Oberfläche. Und diese ganze Gleiterei, die wir uns so vorstellen als Triathleten, führt dazu, dass wir die Hand viel zu nah an der Wasseroberfläche haben. Richtig ist es, wenn die Hand tatsächlich relativ weit unten ist. Auf jeden Fall ist die Hand tiefer als der Ellbogen und der Ellbogen ist tiefer als die Schulter. Mit anderen Worten, der Arm geht permanent bergab. Und jetzt sagt man sich, Moment mal, das kann doch nicht richtig sein. Also ich meine, ich bewege mich ja nach vorne. Also das Wasser kommt mir entgegen. Da ist ja ein Widerstand. Und wenn ich jetzt den Arm ganz gerade nach vorne halte, dann ist ja da irgendwie das am strömungsgünstigsten. Halte ich den Arm tiefer, da strömt ja hier Wasser drauf. Das muss mich ja bremsen. Ja? Der Einwand ist berechtigt. Man soll allerdings den Arm auch nicht einfach nur irgendwie so nach vorne hinstrecken und das war's dann, sondern das hat einen Impuls nach vorne. Da ist also Schwung drin, nach vorne mit einem gewissen Schwung. Und dieser Schwung, der zieht einen schon so ein bisschen auf die Seite und die andere Schulter kommt raus. Und das Ganze macht einen strömungsgünstig. Das ist strömungsgünstiger, als hätte man beide Schultern parallel im Wasser. Also der Arm geht nach vorne unten mit Schwung. Der Körper dreht sich und dann kann man durchziehen nach unten hin. Wir wollen ja über Fehler sprechen. Was ist jetzt falsch dran, wenn man da weiter oben zieht? Nämlich, was da falsch dran ist, und ich zeige euch nochmal das Fehlerbild. Das ist, wenn die Hand mal da oben ist, unter der Wasseroberfläche, vermeintlich strömungsgünstig, wo will man jetzt hinziehen? Also die Hand ist über der Schulter und man kann im Prinzip jetzt erstmal nur nach unten ziehen. Ich zeige das mal von der Seite. Jetzt erstmal geht es nur nach unten. Anders geht es ja nicht. Hätte ich die Hand da unten, könnte ich durchziehen. Ja, und das Wasser dahin bewegen, nach hinten, wo es hin soll, und ich drücke mich am Wasser nach vorne ab. Wenn ich die Hand da oben habe, dann geht es erstmal nur bergab. Und das Bergabdrücken richtet den Körper auf. Um unsere Wasserlage wieder zu korrigieren, dass wir wieder waagrecht liegen, machen wir hinten einen Mordsbeinschlag. Achtet mal drauf. Wenn ihr so paddelt, bah, da ist wieder so ein Beinschlag drin und dann wieder so. Das ist so das regelmäßige Triathletenschwimmen. Und das ist immer der Atmungstakt, wenn man tatsächlich so richtig so nach unten paddelt. Und das liegt daran, dass man die Hand zu hoch hat. Und da könnt ihr mal drauf schauen. Macht es mal, wenn ihr den Beinschlag eliminiert, Fessel drum, Poolball hinten rein und jetzt schwimmt einfach mal so ein paar Bahnen. Das ist ein richtig cooles Techniktraining. Bringt euch wahrscheinlich mehr als diese ganzen Reißverschlussübungen und sowas. Das macht von den richtig guten Schwimmern eigentlich niemand. Okay, wir sind ja auch keine richtig guten Schwimmer, von dem könnte man sagen, okay, wir machen es halt, ja, um es zu lernen. Ich habe eine Gruppe Schwimmerinnen verfolgt, die so im Nachwuchs sind, so Perspektivkader für Olympia, bayerischer Landeskader, jetzt auf dem Trainingslager. Die schwimmen so am Tag 10 Kilometer weg. Macht kein Mensch sowas mit diesen Übungen, die ich gerade genannt habe. Aber probiert es mal wirklich, darauf zu achten, wenn ihr die Beine
fesselt oder den Beinschlag anders eliminiert, wie das ist, dass das gerade läuft. Am Anfang ist das ein ganz ekelhaftes Gefühl und ihr habt dann wirklich vorne zu tun, dass es besser wird. Zwei Baustellen hatte ich jetzt genannt. Das eine war das Übergreifen, das bringt so ein seitliches Schlenkern rein. Und das andere war einfach der Wunsch, zu lange zu gleiten, mit der Konsequenz, dass die Hand zu nah am Wasser ist und nicht weiß, wo sie hinziehen soll, sondern die Hand muss etwas tiefer runter. Fühlt sich komisch an am Anfang, dann zieht man durch. Das Ganze bewirkt auch ein kleines bisschen höhere Zugfrequenz, als es ist, wenn man immer so ziehen, gleiten, ziehen, gleiten, ziehen, gleiten. Okay. Also, nochmal hier der Super-Checker hier, der das genau richtig macht. Und dann können wir das Thema verlassen und kommen zum dritten Punkt unserer Fesselungsdiagnose, nämlich der Atmung. Schwierige Kiste. Spätestens bei der Atmungsbewegung wird der Kraulzug ja sehr komplex. Und deswegen ist es gar nicht schlecht, wie manche das machen, dass sie sich so einen Schnorchel besorgen. Ihr kennt diese Schwimmerschnorchel, die so gerade über die Stirn, also nicht so diese hier, Schnorcheln gehen, so wie Kinder im Schwimmbad, ne, wo der Schnorchel dann so an der Seite ist, und dann die gehen hier so gerade, stützen sich kurz an der Stirn ab und sind dann hier so. Die erlauben, dass der Kopf genau gerade ist. Und dann hat man mit dem Atmen erstmal kein Theater. Und dann geht es ja nur darum, sich nach vorne zu propellern und die Wasserlage zu korrigieren, und mit der Atmung hat man keinen Stress. Gute Sache, könnt ihr mal probieren. Sieht echt mies aus nebenbei. Also, aber Triathleten sind ja da eigentlich sowieso schmerzbefreit. Ja, aber wie ist es jetzt, wenn man den Schnorchel weglegt und tatsächlich diese Atmung hat? Also ein typischer Fehler, der zu so einer Schlingerei führt, ist, wenn man bei dem Bestreben, an die Luft zu kommen, den Kopf zu drehen, nicht den ganzen Körper wie ein Baumstamm zur Seite rollt. Ja, ihr sollt die Hüfte mitdrehen. Also der Körper dreht sich zum Wasser hoch, dadurch dreht sich auch die Schulter und auch die Hüfte dreht sich. Ne? Wie so ein Baumstamm rollt man so ein bisschen hin und her. So ist es richtig. Vergesst es, dass man sagt, Hüfte muss wie ein Brett auf dem Wasser liegen und möglichst auch noch die Schulter, und man propellert sich dann so durch. Das ist eine Sache, das gibt es bei 50 Meter superschnellen Kraulschwimmern, die einfach keine Zeit haben, da groß zu rotieren. Das dauert denen zu lang, und die propellern sich einfach so durch. Das könnt ihr vergessen, für uns ist es wichtig, sich hin und her zu drehen. Wenn das zu einem Schlingern führt, ist Folgendes falsch, nämlich man lässt die Hüfte so abkippen. Man kriegt so einen Knick in die Hüfte. Also man liegt auf einmal wie so eine gebogene Banane im Wasser über den ganzen Körper. Ne? Hinten die Beine, und auf einmal wälzt sich der ganze Körper so nach oben, um da irgendwie hochzukommen. Und man kann es gar nicht richtig beschreiben, aber wenn ihr davon betroffen seid, dann seht ihr das, wenn ihr von euch eine Unterwasseraufnahme mal habt. Oder vielleicht spürt ihr es auch sogar, sobald ihr den Beinschlag mal eliminiert. Und was man da machen muss, das ist an der Kopfhaltung zu arbeiten. Nämlich, dass man, also der Kopf bleibt im Prinzip eigentlich relativ gerade. Also man macht nicht so ein Ding und zieht sich dann irgendwie so raus, sondern der Kopf bleibt eigentlich relativ gerade. Und da das Ganze kompliziert ist, würde ich euch empfehlen, schaut euch auf YouTube oder auch bei uns oder sonst wo ihr das findet, mal Technikvideos an zum Thema Kopfbewegung. Das Ganze ist komplex, da gibt es Zeitlupen, und da könnt ihr das besser schauen, als das hier möglich ist. Ja. Wie man das korrekt macht, aber das Ziel ist für euch dabei, vergesst es nicht, das Abknicken der Hüfte und das Schlingern des ganzen Körpers zu vermeiden. Und drum, wenn ihr also euch für eure Kopfhaltung, wenn ihr euch darum kümmert und das verbessert, dann kontrolliert es immer wieder mit etlichen Bahnen gefesselt schwimmen, um das zu checken. Wer es immer noch nicht kapiert hat, warum, was das jetzt mit diesen Fesseln soll, wir wollen dadurch erreichen, dass möglichst viel von dem, was ihr an Vortriebsarbeit leistet, tatsächlich auch euch nach vorne bringt und nicht irgendwie quer zur Bewegungsrichtung läuft an den Armen und dann durch quer arbeitende Gegenmaßnahmen der Beine wieder eliminiert wird. Und um das geht es im Kern, und das ist praktisch jetzt unsere Mission. Haben wir ein paar Zuschauerfragen? Komme ich gleich dazu. Ich möchte jetzt vielleicht, weil wir jetzt gerade am Schluss sind, dieses Abschnitts mit dem Selbsttest zur Zugeffizienz, nochmal diese kleine Tabelle hier einblenden, und die wir jetzt besser verstehen können.
Also der Zugfehler des Übergreifens, der macht eine Lagestörung, die so rechts-links ist. Ne? Horizontal schlingert man da mit den Beinen rum. Der Overglider, der führt dazu, dass man den Arm zu hoch hat, Wasser nach unten drückt, dadurch richtet man sich im Körper auf, muss man mit den Beinen wieder nach oben arbeiten, ist also eine Lagestörung in vertikaler, also Rauf-Runter-Richtung. Und in der Atmung, da macht man dann praktisch irgendwie so eine schwimmende, gekrümmte Banane, die sich so durchschlängelt, das ist so in Beinrichtung. Also das wäre jetzt hier so die Zusammenfassung. Und ja, also dann sind wir so weit, dass wir Kommentare dran nehmen können. Und zwar, da klicke ich mal hier auf mein Knöpfchen, von Oscar the Dog aus Oberhausen. Schöne Grüße. Er sagt, was hältst du von dem Einsatz eines Schwimmschnorchels, um die Fehler bei der Atmung zu eliminieren? Wunderbare Sache. Man eliminiert aber nicht die Fehler der Atmung, sondern kann sich, ohne sich um die Atmung zu kümmern, mal um den ganzen anderen Kram kümmern. Ja? Also praktisch, man kümmert sich dann um Fehler des Armzugs, ohne sich um den. Aber vielleicht meinst du das ja auch, lieber Oskar. Danke für den Kommentar, stimmt ganz genau. Und Mumuku aus Berlin sagt, wenn man das Overgliden austesten will, kann man auch Pedals nur in der vorderen Schlaufe anziehen. Man ist also praktisch nur vorne am Finger. Man ist dann gezwungen, immer Druck auf dem Arm zu haben. Ansonsten dreht sich das nur halb fixierte Pedal weg. Er meint also nur hier vorne fixieren. Hinten nicht an der Hand. Hier hinten würde man es nicht fixieren, sondern nur hier vorne. Wenn jetzt praktisch da Wasser drauf strömt, klappt es weg. Also muss man rein und durchziehen. Okay, haben wir kapiert? Und das war, wo steht da? Der Beitrag von Mumuko aus Berlin. Schöne Grüße in die Landeshauptstadt. Ja, wunderbar. Danke für eure Kommentare. Könnt gerne noch mehr schreiben, dann lese ich sie gleich noch vor. Und ihr seht ja, wir haben auch ein cooles neues System, wo ihr nebenher mitlesen könnt. Und das ist natürlich auch für euch eine Maßnahme, mal auch hier schöne ordentliche Rechtschreibung zu schreiben. Dann kann man das Ganze auch wunderbar vorlesen. Ja, lief super bisher. Und wir können deswegen jetzt zum nächsten Punkt gehen, nämlich zum Selbsttest der Wasserlage. Ich hatte das ja schon angedroht. Nachdem wir jetzt praktisch unseren Motor begutachtet haben, schauen wir jetzt mal, was bremst uns unfreiwilligerweise oder was hat unsere Karosserie für einen CW-Wert. Das ist jetzt unsere Mission und das Ganze ist ein kleines bisschen schwieriger zu greifen als das mit diesem Fesseltest, den wir gerade eben hatten. Wie macht man es? Zum Prinzip braucht man da jetzt ein kleines bisschen mehr Gespür. Also ich habe euch mal ein paar Punkte hier aufgeschrieben, könnt ihr mitlesen. Also seid ihr mit Neo wesentlich besser, auch jetzt im Vergleich zu euren Kumpels, als es ohne der Fall ist. Angenommen, ihr seid also ohne Neo wirklich eine Wurst und eure ganzen Kumpels sind besser als ihr, aber wenn ihr Neo anhabt, dann ist es nicht mehr der Fall. Dann seid ihr vielleicht besser als die oder sowas, dann liegt das sicherlich daran, dass ihr eine sehr schlechte Wasserlage habt und der Neo kaschiert es ein kleines bisschen. Zweite Möglichkeit, das mal zu diagnostizieren, ist seitwärts schwimmen. Das bedeutet seitlich, also ihr schwimmt geradeaus und dann dreht ihr euch wie ein Baumstamm auf die Seite. Eine Schulter ist nach unten und die andere Schulter ist nach oben und der untere Arm geht nach hinten oder mal nach vorne. Könnt ihr mal so ein bisschen experimentieren und das muss man versuchen, so in der Schwebe zu balancieren, ja? Also nochmal, man schwimmt wie ein Baumstamm und rollt sich so auf die Seite und macht dann so Beinschlag und versucht so ein bisschen vorwärts. Probiert das mal. Und wenn ihr da Schwierigkeiten habt, dann habt ihr vielleicht generell ein Problem mit der Wasserlage. Diese Seitwärtslage funktioniert nur, wenn man den Kopf wirklich unter Wasser bringt und dann immer wieder mal so kurz atmet. Und es muss wirklich viel vom Kopf unter Wasser, damit die Beine hochkommen. Und da kommen wir später drauf zurück, als einen ganz zentralen Punkt. Nächste Möglichkeit der Selbstdiagnose ist, probiert mal ohne Beinschlag zu schwimmen. Wir hatten es ja gerade eben schon gefesselt und uns um dieses Schlingern gekümmert. Das könnt ihr nochmal probieren und achtet jetzt mal auf die Wasserlage, einfach wie die Beine so absinken. Oder lasst es ohne Fessel und schwimmt einfach mal mitten im Training eine Bahn komplett ohne Beinschlag. Also großer C an großer C, die beiden berühren sich und bleiben da. Und wenn dann langsam so die Beine runtersinken, das ist normal, das tun sie bei jedem. Jetzt muss man mal eine Gegenmaßnahme ergreifen, ja? Indem man praktisch vorne, so hier in diesem Bereich, mehr ins Wasser bringt. Das muss nach unten. Man nennt es auch so ein bisschen bergab schwimmen und dadurch kann man die Füße hinten ein kleines bisschen hochbringen. Die sinken dann wieder ab, ne? Und dann fängt man an, so ein kleines bisschen so eine Welle zu schwimmen. Also das heißt, man akzeptiert es, dass die hinten absinken, aber dann
fängt man an, so den Kopf runterzudrücken, schwimmt so ein bisschen bergab, dann sind die Beine wieder oben und dann, okay, muss man wieder ein bisschen hoch, muss man auch atmen und so fängt man an, so ein kleines bisschen so eine Welle zu arbeiten. Und das Ziel ist, dass die Beine möglichst nicht komplett absinken, sondern oben bleiben. Ja, und weil das nicht dauerhaft geht, macht man immer so ein bisschen so eine kleine Rauf-Runter-Bewegung. Wunderbare Übung und das wird man nachher auch sehen, dass das auch ein Element ist des richtigen Schwimmens, also mit Beinen. Da gibt es letztendlich mit dem Kopf so eine kleine Bergauf-Bergab-Phase. Klingt vielleicht jetzt nicht ganz klar, ich werde es nachher noch erklären. Aber wir sind ja noch hier bei der Selbstdiagnose und das sind im Prinzip so die wichtigsten Möglichkeiten. Videoaufnahme ist natürlich auch klar, kann man machen, aber wenn ihr diese Neo-Geschichte bei euch feststellt, dass ihr mit Neo einfach wahnsinnig viel besser seid, auch im Vergleich mit euren Kumpels, dass ihr ganz schlechte Seitwärtsschwimmer seid und dass ohne Beinschlag bei euch fast nichts geht und euch auch so ein bisschen die Mittel fehlen, um jetzt mal ums Verrecken die Beine irgendwie oben zu halten, dann habt ihr ein Wasserlagenproblem. Wichtige Sache oder ja, nee, sagen wir es mal anders. Frohe Botschaft, dass nämlich dieses Wasserlageproblem mehr oder weniger mit einer entscheidenden Sache in den Griff zu kriegen ist. Das ist eine gute Sache und dem werden wir uns jetzt widmen. Nämlich die sogenannte Kopfsteuerung. Man macht das tatsächlich mit dem Kopf. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht und das müsste die Regie jetzt mal möglichst deutlich zeigen. Also was man hier jetzt sieht, ist eine Superschwimmerin, eine ganz schnelle Frau. Und guckt euch mal an, wo hat die den Kopf? Könnt ihr das erkennen? Also ihr seht in Schwarz die Badekappe. Und ja, wo ist denn so der vordere Rand der Badekappe? Also wo wäre so ihre Stirn? Guckt euch das mal an. Und dann geht es an der Badekappe gedanklich mal weiter nach oben. Und dann sind wir schon da so oben auf dem Schopf. Ja, also die ist fast komplett unter Wasser. Und wenn wir mal jetzt über Wasser uns gedanklich hinkatapultieren, dann stärkt man, da guckt kaum was raus. Und die macht gerade so eine kleine Tauchphase. Und natürlich kann man nicht die ganze Zeit tauchen, aber man hat immer nach dem Luftholen, hat man eine kleine Tauchphase. Und tauchen bedeutet, der Kopf kommt komplett unter Wasser. Und das ist es schon. Oftmals ist so, dass man sich sagt, nein, also die Wasserlinie muss ja irgendwie so an der Stirn sein, also dass praktisch so die Schwimmbrille gerade so unter Wasser ist und die Blickrichtung geht beim Schwimmen nach vorne und alles, was so über dieser Linie ist, hallo, guckt oben raus, aber macht es nicht, sondern schwimmt einfach mal so, dass der Kopf gerade ist, Blickrichtung nach unten und in einer bestimmten Phase des Kraulzuges, die ich gleich noch erläutere, schlägt das Wasser über eurem Kopf tatsächlich komplett zusammen. Und ja, es ist ein physikalisches Gesetz. Ihr habt immer als schwimmender Körper die gleiche Menge Fleisch über Wasser wie unter Wasser. Egal wie ihr euch, auch wenn ihr praktisch euch so zusammenlegt und zusammenkauert und guckt, was passiert, es ist immer die gleiche Menge durch das Auftriebsgesetz vom guten alten Archimedes, ihr kennt ja euch aus in der griechischen Kultur, ist immer das gleiche, oben wie unten. Das ist einfach das Auftriebsgesetz, ne? Und wenn ihr vorne am Kopf was runterbringt, muss was anderes hoch. Und das wollt ihr ja. Ihr wollt ja eure Wasserlage verbessern und das geht eben genauso. Jetzt, wie ist es jetzt mit dieser Tauchphase dieser Dame, dass die da so kurz das Wasser über dem Kopf quasi zusammenschlagen hat? Das macht man so: Luft holen, tauchen. Ja? Bei jedem Zyklus. Also. Das ist ja klar, man kann nicht komplett tauchen, das wäre das Schnellste, das machen Schwimmer auch, wenn sie können, aber das geht nicht. Wir müssen ja die Arme über Wasser nach vorne führen und wir müssen irgendwann mit dem Kopf auch mal über Wasser, um Luft zu holen. Aber direkt danach, wenn die Luft im Tank ist, dann kommt eine kurze Tauchphase und das ist unser Auf und Ab. Wir drehen uns irgendwie kurz hoch an die Luft und danach mit dem Arm, der dann nach vorne kommt, mit dem tauchen wir ein Stück nach unten. Das ist es, ja. Das kommt, ihr atmet, dann kommt der Arm nach vorne und dann denkt dran, der Arm nimmt euch mit und dann kommt eine kurze Tauchphase. Und das Wasser muss über dem Kopf zusammen. Und das ist euer Rhythmus und der Spruch, den ihr euch vorsagen könnt. Luft holen, kurz tauchen. Luft holen, tauchen. Luft holen, runter muss ich. Luft holen, runter. Das ist so ein, ja, dann schwimmt man auch so eine kleine Welle. Und das könnt ihr mal beobachten. Bei guten Schwimmern, gerade auch bei guten Langstreckenschwimmern, schaut euch mal Videos an, auf YouTube gibt es jede Menge, da seht ihr genau das. Ne? Okay, noch ein Bild dazu. Tauchphase nach dem Luftholen, guckt mal, ob ihr das sehen könnt.
Da seht ihr auch jemanden, der den Kopf gerade nach vorne hält. Also wenn der so eine preußische Pickelhaube auf hätte, wohin würde die Spitze zeigen? Genau in Bewegungsrichtung, nach vorne. Also nicht nach oben, nach vorne. Und der Blick geht nach unten. Und das ist die ideale Haltung. Wir können es als Triathleten nicht komplett durchziehen, weil wir müssen auch viel nach vorne gucken, ob wir irgendwo ein paar Füße erwischen und wo geht's hin und so weiter. Aber um die Wasserlage richtig gut hinzukriegen, müssen wir diese Haltung immer wieder einnehmen. Und achtet bitte auch mal, wo die Wasseroberfläche ist, ungefähr da, wo dieser rote Haken ist und wo die Hand des Schwimmers ist. Ne? Die ist tiefer. Schulter über Ellbogen über Hand, hatten wir vorhin schon. Und der hat jetzt hier so eine Tauchphase. Er ist für einen kurzen Moment komplett mit dem Kopf unter Wasser. Dann dreht er sich zur Seite und taucht wieder ein bisschen auf und dann kommt wieder diese kleine Tauchwelle, die er schwimmt. Nochmal das Fehlerbild daneben. Was ist da falsch? Da hier geht der Blick nach vorn. Der Kopf ist zu hoch. Guckt euch mal die Wasserlage an. Das ist ein großer Unterschied. Und die Hand ist zu hoch. Wenn der jetzt durchzieht, dann kommt er natürlich noch höher. Ja, erstmal. Und muss dann mit dem Fuß relativ stark nach unten arbeiten. So. Mehr ist es nicht. Das ist es schon. Und was fängt man jetzt an damit? Übt es, macht es immer wieder, aber macht eine Sache nicht. Ich halte nicht viel davon. Also ich will mich jetzt hier nicht aufspielen, als wäre ich jetzt irgendwie der Superschwimmer, was ich nicht bin. Ich bin so ein mittelmäßiger Schwimmer. Aber für das Wenige, was ich schwimmen gehe, eigentlich, ja, also so, ich schwimme eigentlich so gut wie nicht, außer vor Wettkämpfen, schwimme ich doch eigentlich so mit Ironman-Zeiten von 61 oder 63, 65 Minuten irgendwie sowas so einigermaßen mit. Und ich habe mir das abgewöhnt, so ganz klares Techniktraining zu machen, zu sagen, so jetzt mache ich hier Techniktraining am Anfang und dann mache ich einen Haufen schöne Übungen, Abschlagschwimmen, Reißverschluss und diese Dinge. Und wenn ich damit vorbei bin, sage ich mir, okay, fuck off, scheiße, Techniktraining und jetzt wird wieder gekeult, ja. So wird man irgendwie nicht besser. Man muss auch mal keulen, also Fitness gehört auch dazu, aber im Prinzip jede Bahn ist ein Techniktraining. Man muss permanent versuchen, diese Dinge umzusetzen, damit sich das einschleift. Sonst funktioniert es nicht. Was man ansonsten bei glattem Wasser und immer nur 25 Meter im Techniktraining kann, das kann man komplett vergessen, wenn es nachher in die Waschmaschine geht, ins Gewühl bei einem Wettkampf. Da ist alles wie weg, das kann man vergessen. Also es ist einfach useless. Und deswegen, ich finde es gut, oft, wenn man im Schwimmbad ist oder auch im See, bewusst hinter anderen Athleten herzuschwimmen, durchaus auch so ein bisschen im weißen Wasser, was die so für einen Beinschlag hinter sich haben. Da hinten drin in der Gischt schwimme ich mit und übe so verschiedene Techniksachen auf, Kopf runter, Arm ein bisschen anders. Und ich merke das ja, wenn der Vordermann, der zwingt mir ja sein Tempo auf. Ne? Ich schwimme das Tempo mit, was der schwimmt. Und jetzt ändere ich die Technik. Mach mal dies anders, mal das anders, den Kopf tiefer. Und dann merke ich ja, oh, guck mal, genau das gleiche Tempo geht auf einmal leichter. Oder auch schlechter. Dann, okay, mache ich was anderes. Also dranbleiben. Das nächste ausprobieren. Anderer Beinschlag, anderes das. Und dann immer wieder auch mal anhalten, dass mal wieder irgendwie klar wird im Kopf. Und dann schwimmt der Vordermann einmal hin und her. Zack, springe ich wieder ab und hänge mich so, also ohne den jetzt zu nerven. Ja. Und nachher wird auch mal getauscht oder so. Schwimmt man wieder hinterher. Das Gute daran ist, wenn jemand von außen ein Tempo vorgibt, dann merkt man als dahinter Schwimmender relativ gut, ob das, was man jetzt gerade technisch verändert hat, ob das was bringt oder nicht. Und man merkt es manchmal nicht sofort. Oft muss man einfach ein bisschen arbeiten und tun und spüren und man weiß irgendwie nicht so richtig. Und zack, auf einmal hat man einen Tag erwischt, dann merkt man, jetzt hat es funktioniert, jetzt ist was besser und ich kann jetzt auch sagen, was es ist. Das ist Punkt Nummer eins. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, wie die meisten von uns Triathleten, mit so Gefühl wie mit so Sachen wie Wassergefühl, spürst du, musst du den Druck und so. Man spürt da eigentlich nicht viel, sondern man hat damit zu tun, irgendwie, dass man nicht voll Wasser läuft, ja, und irgendwie durchzukommen. Dann macht Folgendes, dann schwimmt einfach ein viel höheres Tempo und einfach kurz. Also lasst es mal weg, so Tausender zu schwimmen und so, sondern schwimmt einfach immer nur konsequent 50er, volle Lotte, viel Sprints, weil dann habt ihr richtig viel Druck auf der Hand, ja, und da spürt ihr auch was. Seid am Anfang dann natürlich so ein bisschen in Aufruhr innerlich auch, weil man jetzt soll man auf einmal irgendwie schnell schwimmen und es ist schwierig, so seine Brocken so unter Kontrolle zu kriegen die ganze Zeit. Aber das legt sich. Und man spürt das Wasser mehr und man merkt auch, was es bewirkt.
anders auf dem Wasser zu liegen, anders zu ziehen. Und das merkt man aber nur, wenn man ein bisschen flotter schwimmt. Finde ich zumindest. Und deswegen macht es ruhig. Und diese Dauerschwimmerei, das ist, glaube ich, nicht das, was euch im Techniktraining nach vorne bringt. Also versucht schnell und sauber zu schwimmen und das als Techniktraining zu sehen und macht es regelmäßig. Okidoki. Jetzt haben wir einen Zuschauerkommentar und dann sind wir schon am Ende. Und zwar von Siegerherzen aus Leipzig. Schöne Grüße in den Osten. Er sagt, kleiner Hinweis noch zum Beinschlag. Ich komme mit den Beinen auch kaum voran, weil die Beweglichkeit im Sprunggelenk kaum da ist. Wer stark seinen Fuß überstrecken kann, also so ausklappen kann, bekommt seine Beine höher. Daher dehne ich jetzt regelmäßig meinen Spann und den Schienbeinmuskel. Ja, das hat tatsächlich einen großen Einfluss, ob man die Füße strömungsgünstig ausklappen kann oder nicht. Und was man zum Beinschlag noch sagen kann, weil wir haben ja jetzt hier einen Beitrag so für mäßige Schwimmer, aber das ist doch mal ein Abschlussstatement. Wenn jemand zwei Bahnen schwimmt und dann fast erstickt, ja, obwohl es ein fitter Typ ist, guter Läufer, vielleicht guter Radfahrer, aber im Schwimmen ist er immer kurz vorm Ersticken. Dann liegt es daran wahrscheinlich, dass er zu viel Sauerstoff verbraucht, und zwar in den großen Muskeln und diesen in den Beinen. Deswegen kann man darauf wetten, dass so jemand, der so richtig in der Luft schnappt, obwohl, und weiß gar nicht, wie machen das andere Menschen, die schwimmen da einfach irgendwie GA1. Was heißt GA1? Ich kämpfe immer nur ums Überleben, so ungefähr, ja. Da ist zu viel Sauerstoffverbrauch in den Beinen und da muss man sich beinmäßig mal so ein kleines bisschen locker machen und reduzieren. Ein vernünftiger Beinschlag, der ist nie größer als die Amplitude oder das Ausschreiten der Beine beim langsamen Gehen. Das ist schon das Maximum, ja. Und weniger ist besser. Das ist eigentlich nur so ein Paddeln und das geht aus der Hüfte, und es ist nichts, was jetzt irgendwie so aus dem Knie geht. Genauso wie wenn man jetzt einfach geht. Beim Gehen geht es auch von der Hüfte los, ja. So, da, ne, müsst ihr euch mal so ein bisschen da reinspüren. Aber macht euch auf jeden Fall locker. Und es ist ein Fehler. Gerade wenn ihr vom Laufen kommt oder vom Radfahren kommt und sagt, nein, meine Beine, das ist ja gerade irgendwie meine fitte Seite und die muss ich beim Radfahren ja einsetzen, weil obenrum, ich bin ja irgendwie ein Hempfele. Also muss der Schub von unten kommen, ist falsch. Ihr verbraucht viel zu viel Sauerstoff. Also, das ist der Weg ins Verderben. Verabschiedet euch davon. Ich habe das gründlich erforscht. Ich habe gedacht, das ist genau irgendwie mein Propeller unten rum, so als nennt man das, nee, nicht Hinterlader, sondern ja, wenn der Motor halt hinten ist, keine Ahnung. Okay, Thema Selbstcheck. Das war's von mir. Und das Ganze war Triathlon-Szene. Und wir sind wie immer gleich zurück nach einer kurzen Pause. Und um was geht's dann? Dann geht's um das Training im April. Wieder mit mir. Und am Schluss haben wir noch Tim Stutzer und den Rad- und Triathlon-Shop Neu-Isenburg mit diesem tollen Ära-Flitzer, den man da so ein kleines bisschen an der Seite erkennen kann. Das Ganze nach einer kurzen Pause. Bis gleich.